Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Overlord Racing Hell. Letzten Part sind wir hier stehen geblieben. In der Hölle. Mit Willi. Und wir haben übrigens eine neue Axt. Die Axt der Verwirrung. Nun schlagen wir die Gegner und dann werden wir wirre im Kopf. Wie ein SpongeBob mit der Kugel der Verwirrung. Wenn wir die Axt zu lange in unseren Händen halten, dann werden wir wirre in unserem Kopf. Und da ist Willi. Wir haben mit Willi in der Runde Golf gespielt. Man muss zugeben, Willi ist ein bisschen anstrengend. Also der stellt sich ein bisschen an, hier direkt durchs Ziel zu rollen. Die Geister haben mit dem Golf gespielt. Das ist lustig. Die Geister haben mit ihren Köpfen, mit ihren toten Köpfen Schädel und mit ihm Golf gespielt. Im Warmen ein paar Dehnübungen machen und einem riesigen Halbling beim Explodieren zusehen. Was will ein Mann denn mehr? Ja, da hast du recht. Was will ein Mann denn mehr? Boah, das wäre so genial, wenn hier noch Frauen wären. Du hängst da an der Wand und direkt gegenüber ist so eine Frau, die da so schwitzt. Ich höre auf zu reden. Die da, ja, das ist schon eine coole Vorstellung, die da. Und dann man ist gezwungen, da auf ewig zu schwitzen und ja, diese Vorstellung ist vielleicht nicht das, was man erwähnen sollte jetzt. Auf jeden Fall macht die Golfer alle. Genau. Attacke, Attacke. Hol den mal zurück. Perfekt. So, das ist ein Golfschläger. Kein Bock, jemanden ihn aufzuheben. Keiner Lust. Doch, doch, doch. Nein. Nein. Hol ihn wieder. Da oben ist nochmal Willi. Ich bin sicher, wir müssen dasselbe Ding nochmal machen. Deswegen platzieren wir die hier woanders hin. So, alle Mann dagegen rennen. Okay. Der Willi, die Tür, die er explodieren muss, ist direkt hinter dem. Wenn wir uns vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Schaden der macht, wenn er explodiert. Das ist die Frage. Rollen wir hier runter. Und tschüss. Wo muss ich denn stehen? Ich würde gern pfeifen. Keine Ahnung warum. Ja, komm mal hier hoch. Die Fahne da. Vielleicht funktioniert das jetzt. Der kann auch pfeifen. Ich hätte nichts dagegen. Wenn er pfeifen will, dann soll er pfeifen. Okay, ein bisschen ausweichen. So, dann rollt er da. Dann da. Und dann, ja, nein. Ja, nein. Jetzt in eine andere Richtung. Nee. Vielleicht müssen wir hier ein bisschen so stehen. Ja, jetzt geht das da wieder los. Der muss hier nur einmal quer durch die Ortschaft rollen. Und dann haben wir's. Also, ja. Yes, danke. Thank you, Willy. Thank you. Also, ja, jetzt klappt es. Ah, da haben wir den letzten Part so 10 Minuten verbracht, die eine Tür kaputt zu machen. Ja, Willi ist schon ein bisschen anstrengend. Okay. Na, mal schauen, wo es der Weg hinführt. Hast du noch letzte Worte, bevor ich gehe, mein Freund? Juhu. Hä, wie der guckt. Aber das würde ich mir gerne sehen. Wie sieht denn das aus, wenn alle da drauf gehen? Oh, das muss fies sein. Sowohl zu brennen, als auch permanent verprügelt zu sein. Oh, das wäre auch eine fiese Hölle. Boah. Man muss sich das mal auch noch vorstellen. Ich komme irgendwie in Versuchung. Ich muss niesen. Oh, boah. Ja. Oh, es klebt alles an mir. Ich dachte mir schon, wenn es irgendwo etwas zu plündern oder zu töten gibt, kann mein Meister nicht weit sein. Mir gefallen die Bauern. Ja, er ist so schön eklig, ey. Gottes Willen, was ist das jetzt wieder?
Verstehe. Da. Oh, das könnte jetzt ein bisschen länger dauern. Müsste die nicht irgendwann explodieren? Willi, explodier mal. Bist du so lieb? Ja, der explodiert jetzt. So, alle Mann da dran. Okay. Einmal so quer. Ja. Nein. Na. Oh, ist das übertrieben hier. Weg. Der muss nur einmal schräg. Es gibt hier einen Trick, der muss einmal schräg. Oh nee, das wäre wieder zurückgesetzt. Ich glaube, man muss das so machen. So, dann rollt der da hinten hin. Na. Ja. Perfekt. Na, Kamera, dreh ich mit. Yes. Oh. Haben wir es auch geschafft. Nicht schlecht. Boah, also das ist schon ein bisschen knifflig hier, die Sache. Normalerweise wäre es gut, wenn er von da hinten rechts an der Ecke nach links rollt. Damit er alle vier gleichzeitig im einen Zug erwischt. Die Steuerung ist ja extrem schwammig. Also bei dem Ding war das jetzt gerade echt ein bisschen schwammig. Okay, dann zerstört man den Weg da oben frei. Vielleicht findet ihr etwas. Da gibt es aber nicht mehr so viel. So, nehmt mal, mach mal alles kaputt. Ah, der Willi. Tut mir doch schon irgendwie ein bisschen leid. Ach ja, Willi. Ja gut, dann kommt mal alle wieder zurück. Ach, der Willi. Der tut mir irgendwie voll leid. Versucht die ganze Zeit an sein Essen zu kommen und explodiert dann immer wieder. Aber es ist halt schon cool, dieser Wasting Hell Abschnitte. Was kommt jetzt? Was müssen wir jetzt erfüllen mit Willi? Was muss Willi jetzt machen? Willi? Mal sehen, wie Wilfried eine ewige Diät aus Dreck und Erdwürmern bekommt. Ein schöner, saftiger Erdwurm ist eigentlich ganz lecker. Oh, das muss fies sein. Heißt das, der Willi steckt da jetzt in dem Loch da und... Oh, das ist aber richtig fies. Das ist fies. Tut mir leid, Willi, aber du wolltest mich essen. Oh. Moment mal. Ich glaube, hier ist Endstation. Ich würde mal sagen, wir... Ne, die grünen behalten wir mal. Aber die roten schmeißen wir zurück. Die roten schmeißen wir mal zurück. Da haben wir 15. So. Das heißt, wir holen 10 von denen. Ja. Und dann noch ein paar von denen hier. Dann müssen wir noch einen Zauber ausrüsten. Und zwar hier den. Der ist recht gut. Okay. Das dürfte jetzt interessant werden. Ich glaube, hier ist schon Endstation. Oder? Hi. Wie geht's denn so? Attacke! Deaktivieren Zauber, deaktivieren Zauber. Oh, verdammte. Nein. Nein, 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 nein. Kommen die jetzt permanent? Lebt er noch? Ja, setz ihn mal. Ja, ja, leg ihn ab. Sammelt mal alles auf, was da rumliegt. Ach, ich meine, wenn wir schon dabei sind. Da liegt auch noch Schulterstück.
So, nehmen wir das Ding mit. Die Unterwelt gehört uns. Das ist unsere Unterwelt. Die Herrschaft ist unser. Was? Nee. Nee, ihr Bauern. Oh, das... Nein, nein, nein. Ey, Steuerung. Jetzt reicht's. Macht sie alle platt. Nicht das Ding. Aktivieren. Aktiviere Abwehrkräfte. Bitte nicht den Stein da. So, Attacke. Macht sie platt. Zerstört nicht den Stein. Oh, der Stein macht mal komische Geräusche. Nein. Wir dürfen ihm das nicht gedulden lassen. Na, es ist unser Stein. Unsere Unterwelt. Ihr habt versagt, Bauern. Ihr habt versagt. Boah, ist das viel Lebenskraft. Wir sammeln ja alles ein. Alles meins. Alles unser. Und der Schatz. Coole Sache mit der Musik. Ey, da liegt ein Handschuh. Kann man das als Waffe benutzen? Wow. Nicht schlecht. Da versuchen die Bauern tatsächlich, den Unterweltstein kaputt zu machen. Das ist unsere Unterwelt. Wir haben es gerade rechtlich erobert. Wir sind der rechtmäßige Besitzer. Wir sind der böse Overlord. Der Overlord gehört die Unterwelt. Ich meine, die Unterwelt ist ein ziemlich geiler Ort. Muss man mal sagen. Ziemlich geil hier unten. Unsere Unterwelt, unser Stein. Yay. Yeah. Blöde Bauern. Die Unterwelt des Hügellandes gehört euch, Dunkler Meister. Yeah. Bringt sie bloß nicht mit in den Tod zurück. Gunther leidet schon jetzt unter Albträumen. Oh, wieso? Ach, Gunther. Also Gunther. Mal ernsthaft, Gunther. Das ist aber nicht sehr nett. Gunther. Nee, Gunther. Oh, ich spüre eine weitere Quelle des Bösen, Lord. In Himmelsspitze muss ein weiteres dieser verfluchten Unterwelttore sein. Himmelsspitze. Ich kann zwei weitere Energiequellen spüren. Es gibt noch mehr Tore. Eines davon entzückt die Elfen im Dunkelwald. Hoffen wir, dass dies zu etwas Fürchterlichem führt. Und entweder jagen die Zwerge sich selbst in die Luft, oder in den goldenen Bergen ist ein weiteres Tor aufgetaucht. Okay. Ja, jetzt müssen wir überlegen. Das ist jetzt überall ein Tor. Ich versuche mir jetzt erst nach der Rüstung vorzugehen. Da. Wir können jetzt entweder zum Dunkelwald und. Zum Dunkelwald oder die Zwerge suchen. Ja, aber gut, wo wir schon mal hier sind. Ja, wir nehmen den Dunkelwald, oder? Den Dunkelwald. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen den... Ja, wir bleiben hier beim Dunkelwald. Die Schergen... Die lasse ich mal drin, sonst sterben sie vielleicht an den Kröten oder so. Das wäre jetzt ziemlich blöd, wenn die Schergen an den Kröten sterben. Das will ich nicht riskieren. Jo, dann gehen wir hier in den Dunkelwald. Wow. Wow. Ein weiteres dieser Tore. Vielleicht treibt das konzentrierte Böse all dieser Helden etwas an die Oberfläche wie eine böse, eiternde Brustel. Wie ich höre, ist das ein neues Theaterstück über den Ruhm der Elfenrasse. Netter Vergleich. Die Oberfläche wie ein eiternder Pustel. Das ist so eklig. Genau, du bist aber auch ein bisschen eklig, muss man mal sagen. Unterwelt des Dunkelwaldes. Aber ich würde mal sagen. Möge die Gerechtigkeit siegen. Ich würde mal sagen, bevor wir da durchgehen, beende ich jetzt schon mal den Part. Dann haben wir es auch schön. Das ist ein perfekter Punkt, den Part zu beenden, finde ich nicht. Oh, sorry. Gebt ein Like und einen Kommentar, falls euch der Part gefallen haben sollte.
Ansonsten bis zum nächsten Mal wieder bei Overlord Racing Hell. Ade.